Und die Hilfe geht weiter. Viele Orthopädietechniker weltweit haben sich bei uns gemeldet, um das Hängerlab in Haiti mit ihrer Einsatzkraft zu unterstützen. Heute frisch vom Einsatz zurück, Carsten Blasberg. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, was war deine Motivation, an unserem Einsatz oder an dem Einsatz in Haiti teilzunehmen? Und was war deine Erfahrung im Umgang mit den Menschen, die du vor Ort versorgt hast? In allererster Linie war die Motivation, den Menschen zu helfen und auch mal andere Arbeitstechniken im Ausland kennenzulernen. Und mit den Menschen da unten verbinde ich eine absolute Zufriedenheit bei der Versorgung in Verbindung mit absoluter Geduld. Alles das, was wir in Deutschland in unserer schnelllebigen Zeit eigentlich nicht mehr wiederfinden. Du bist es ja jetzt eher gewohnt, in einer deutschen Werkstatt zu arbeiten. Wie groß war die Umstellung, in Haiti in der Werkstatt zu arbeiten? Also für mich persönlich war es keine große Umstellung. Die technische Ausstattung der Werkstatt vor Ort ist wirklich sehr gut und die Erfahrung ist eigentlich dieselbe, dass man sagt, wenn man es hier in Deutschland beherrscht, den Job, dann kann man es eigentlich überall auf der Welt. Was nimmst du mit? Du hast verschiedene Erfahrungen gemacht, wahrscheinlich im Leben sowie in deinem Berufsalltag. Welchen Nutzen ziehst du aus deinem Aufenthalt in Haiti? Ja, in allererster Linie erst einmal eine größere Zufriedenheit auch im Umgang mit meinen Patienten. Sprich, man wird wesentlich relaxter, um dieses Anspruchsdenken, was hier vorgehalten wird, auch damit besser klarzukommen und einfach auch ein gutes Gefühl, was Gutes getan zu haben. Das klingt so, als hätte sich der Einsatz für dich gelohnt. Was würdest du jemandem mitgeben, der sich derzeit noch überlegt, an so einem Hilfseinsatz teilzunehmen? Ich würde ihm auf jeden Fall raten, diesen Hilfseinsatz mitzumachen, weil man lernt jede Menge für sein berufliches Leben, aber auch für sein privates Leben und es lohnt sich auf jeden Fall. Carsten, danke, dass du mitgemacht hast, danke, dass du das Projekt unterstützt hast und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Danke.